Hi Leute, und heute zeige ich euch mein zweites Lego Star Wars Battlefield. Ich bin Lego Jack und direkt vor Ort. Designtechnisch habe ich mich, glaube ich, ein bisschen verbessert. Ich bin noch ziemlich lasch, das merkt man hier an den Duplostein. Aber ich glaube, ein bisschen besser ist es schon geworden. Dann fangen wir doch einfach mal an. Die Story ist ganz einfach. Meister Plo Koon wurde gefangen genommen und General Grievous versucht jetzt geheime Daten aus dem herauszubekommen. Das lässt die Republik sich nicht gefallen und deswegen schicken die jetzt gleich eine riesige Streitmacht. Ein AT-AT steht hier im Mittelpunkt. Ihr wundert euch sicher, da denkt ihr doch eher an Episode 5. Weit hinter den Klonkrüten. Nein. Auf manchen Comics und in manchen Schlachten wurden schon AT-AT-Prototypen in den Klonkriegen eingesetzt. Und ja. Hier eine Protonenkanone. Typisch bemannt von einem Kommandodroiden. Die sind ziemlich fies. Und das hier ist sozusagen eine kleine Base. Die ist ziemlich niedlich gemacht, finde ich. Mit einer schweren Abwehrkanone und einer Kommunikationsstation. Ja, da sieht man's. Hier die GAR. Da ist Obi-Wan Kenobi mit seinen Freunde von der 212. und ein A-Commander, Commander Cody, den werde ich vielleicht custom nochmal umgestalten. Und vielleicht werdet ihr ihn nochmal sehen. Dominara und Dooley, die zerstört jetzt einfach so mal den Stab. Voll dumm. Mit Commander Grievous, der 41. Und dann noch Anakin Skywalker. Die 501. tauchen eigentlich noch nicht auf. Dafür haben wir hier zwei Barkspeeder. Der eine wurde gerade von dem da getroffen und das wird der Klon hier, glaube ich, leider nicht mehr überleben. Das gesamte Vorderheck ist abgesprengt worden. Das ist nicht gut. Der kann jetzt bestimmt unmöglich weiter schweben. Egal. Hier sind die Galactic Marines, die schweben mit einer Seilwinde direkt zur Base. Also der AT-AT, der hat den Haken einfach dort verankert. Das kann ich euch so zeigen. Das ist da hier ist so ein Ankerhaken, keine Ahnung. Hier sind noch zwei von den Galactics, die warten auf ihren Einsatz und dass diese Dinger hier frei werden. Keine Ahnung. Die kann man einfach zurückziehen. Und die Droiden-Streitmacht, die ist ja auch ganz beachtlich, meiner Meinung nach. Und sie hat auch einen entscheidenden Vorteil. Sie ist auf der Seite der Mauer, wo die Schießscharten sind. Da können die Droiden herausfeuern. Und mit einer Chance von 201 abgeschossen zu werden, das ist ziemlich gut, finde ich. Hier bekam schon ein Airborne Trooper den Kopf und abgeballert von einem dieser nervigen Droidiker-Scharfschützen. Die sind dumm, finde ich irgendwie. Und ja, diese blauen Steinchen hier, die sollen ungefähr so Wellen sein halt. So Wellen. Und der AT-AT taucht ja langsam hervor. Und wenn er sich bewegt, dann schäumt das Wasser halt auf. Hier sieht man an ein paar Klonhelmen, dass schon vorher Versuche gestartet wurden. Die wurden aber auch verhindert von der Protonkanone und insgesamt diese schweren Abwehrkanonen. Aber auch selbst ein AT-AT kann nicht alles verhindern. Der bekam schon einen ziemlich starken Klaps und der Pilot erschreckt auch ganz schön. Ja. Und ja. Ich habe in meiner Sideshow, die gleich kommt, eine etwas abgewandelte Version, zum Beispiel die
diese Protonkanone, die war nicht da. Und bei Anakin waren auch noch die 501. Der Barkspeeder, das heißt der Zerstörte, war halt auch nicht da. Der hier war mit einem anderen Klon bemannt. Und hier war auch noch Captain Rex mit seinen Kex-Tab und Boomer, Aufschubal Boomer. Und ja, ich hoffe, ihr nehmt das neben mir nicht übel. Aber trotzdem, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ja, danke fürs Gucken. Ein Däumchen hoch wäre wirklich nicht schlecht.